Alistair, der Minotaurus. Als mächtigster Krieger, der je aus den Stämmen der Minotauren an der großen Barriere hervorging, verteidigte Alistair seinen Stamm vor den vielen Gefahren Valorans. Zumindest bis die Noxianische Armee kam. Alistair wurde durch Intrigen von Kairan Darkvill, dem jüngsten Sohn von General Boram Darkvill und Anführer der Noxianischen Spähtruppen aus seinem Dorf gelockt. Als Alistair heimkehrte, war sein Dorf niedergebrannt und seine Familie ermordet worden. Rasend vor Wut nahm er es mit einem ganzen Regiment noxianischer Elitesoldaten auf und tötete Hunderte. Nur durch das Einschreiten einiger der fähigsten Blutmagier von Noxus gelang es, Alistairs Wut zu bändigen. Er wurde in Ketten nach Noxus geschafft und musste die folgenden Jahre als Gladiator endlose Kämpfe zur Unterhaltung der reichsten Einwohner von Noxus bestreiten. Das einst so edle Gemüt Alistairs drohte langsam zu zerbrechen und er wäre sicherlich verrückt geworden, wäre da nicht Aelia gewesen, eine junge Dienerin, mit der er sich anfreundete und die ihm schließlich auch zur Flucht verhalf. Wieder in Freiheit und ohne ein Zuhause, zu dem er zurückkehren konnte, floh Alistair und hoffte eines Tages endgültig Rache an Noxus nehmen zu können und das Mädchen zu finden, das einst seine Hoffnung wieder aufleben ließ. Er verschwand allerdings nicht in den Schatten, sondern wurde zum wortgewandten Verfechter all jener, die von der noxianischen Regierung unterdrückt werden. Er steht zudem dafür ein, Dinge aufzudecken, die das noxianische Militär lieber im Dunkeln lassen will. Etwas, das ihm beim Adel von Noxus sehr unbeliebt machte. Seine gemeinnützige Arbeit brachte ihm einige Preise ein, die in interessantem Kontrast zu der Wut und der Zerstörung stehen, für die er im Kampf berühmt ist.